Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavin hier am Start am Clash of Clans 10 und willkommen bei unserem noch immer frischen Rathaus Level 9 Account. Ich habe mittlerweile den zweiten X-Bau gebaut. Ja, letzte Folge waren wir ja kurz davor, es hat nicht mehr viel Gold gefehlt und jetzt habe ich ihn endlich. Das heißt, rein theoretisch, ich bin mir nicht ganz sicher, wir gucken gleich nach, fehlt mir nur noch ein einziges Gebäude und dann könnten wir nächste Woche eigentlich umbauen, oder? Warte, ich schreibe ganz kurz in den Chat. Oh, hier schreibt schon einer, wann kommt Heaven immer? Jetzt! Sagt Hallo zu YouTube. Eigentlich ist das immer random. Je nachdem, wann ich Zeit habe. Manchmal morgens, manchmal mittags. Seltens mittags. Meistens abends. Aber ab und zu auch morgens. Aber meistens abends. So, wir können jetzt mal reingucken. Eigentlich müssten wir mit allem durch sein, oder? Ich habe auch das Armeelager aufgewertet. Ja, in der Zwischenzeit habe ich das Armeelager aufgewertet. Und das heißt, uns fehlen nur noch zwei weitere Armeelager. Wir haben sogar wieder genug Elix. Sehr gut. Warte, dann ist hier auch wieder irgendwas falsch, oder? Stimmt das? Warte, bearbeiten. Ja, wir haben jetzt 5 Plätze wieder mehr. Dann können wir wieder 5 Barbaren dazu packen. Ach, das ist so cool, dass wir jetzt die ganze Zeit immer mehr Truppen bekommen. Perfekt. Wartet. So. 5 mehr, 60, 65. Okay, passt. Und hier fehlen uns 5 Barbaren noch, nur damit wir es schon mal fertig ausgebildet haben. Warte, können wir noch mehr? Dann fehlen noch mehr. 5 Ladies fehlen, oder? 5 Ladies. So, jetzt passt's. Okay, also immer, wenn wir die Armeelager aufwerten, kommen ja immer wieder neue Plätze dazu. So, schauen wir mal in den Shop rein. So, als erstes Ressourcen. Hier haben wir alles gekauft. Weiter, Dekoration brauchen wir nicht. Armee, auch alles. Nächstes Feld, Verteidigung. So, uns fehlt nur noch der Luftfeger. Ja, okay. Das heißt, wir müssen heute in dieser Folge den Luftfeger kaufen. Machen wir das nachher zum Schluss, ja? Ich habe keinen Bock jetzt auf den Luftfeger. Machen wir das erst nachher. Ich werte einfach mal das da random auf und Magierturm. Oder ich werte einfach mal die Luftabwehr auf. So, wir haben noch 2 Bauarbeiter frei. Perfekt, dann können wir gleich das Armeelager aufwerten und das kaufen. Ich würde sagen, als erstes, warte, wir können sogar noch Magie anfordern. Schauen mal kurz in den Chat rein und machen vielleicht eine Challenge. Hallo YouTube, hallo Evan, Grüße aus Reutlingen. Ich habe keine Ahnung, wo Reutlingen ist, aber hi. Und vielen Dank für die Magier. Für Titania, beginne unten und zerstöre eine Kanone. Okay. Queen Titania, das ist... Danke, ja, also ein Herz für dich von Queen Titania. Beginne unten und zerstöre eine Kanone. Warte, was hat er geschrieben? Beginne unten und zerstöre eine Kanone. Wo sind denn die? Oh, hier sind die Kanonen. Okay, das heißt, wir müssen bis hier kommen. Glaubt ihr, wir schaffen das? Wir müssen hier beginnen. Das hier ist mir jetzt total egal, ja? Also die Gebäude sind mir egal. Wir müssen nur hier rein. Eine Kanone. Glaubt ihr, wir schaffen das? Aber ich find's toll. Also vielen Dank für dieses... Für diese Base. Das ist eine richtig coole Base. So, okay. Rathaus Level 10. Schön gelevelt von den Mauern her. Wir versuchen unser Glück, ja? Okay. Queen Titania, zeig mir, was du drauf hast. Letzte Woche war sie gut. Mal sehen, ob sie diese Woche auch gut ist. So. Ich setze erstmal meine Bartstruppen hier rein. Die werden relativ schnell sterben. Deswegen kommen jetzt schnell die Giants hinterher. Und dann kommen wieder ein paar Bartstruppen hinterher, weil die müssen das jetzt erstmal tanken. Und dann können wir auch gleich schon einen Healsball einsetzen, weil die Giants sind relativ low. Holy shit, diese Bombentürme. Ich hätte nie damit gerechnet, dass die Bombentürme irgendwie so viel Damage gerade machen. Die haben mega viel Damage gemacht. Wow, nein, die Magier. Die Magier, so dumm. So dumm, ich hätte die schneller setzen müssen. Die Magier, seht ihr, die Magier laufen einfach so links lang. Wir müssen nur eine Kanone kaputt machen. Queen Titania ist noch bei vollem Leben, das ist gut. Aber ich glaube, unsere Truppen laufen jetzt... Ja, die laufen... Wir hätten die schneller reinsetzen müssen. Oh, so sneaky, diese Sprungfallen da. Wow. Skelettfallen töten. Los, King. King, wir müssen nur eine einzige Kanone kaputt machen. Kriegen wir das hin? Queen Titania ist fleißig dabei. Schafft sie es? Bitte, Queen Titania. Queen Titania. Es liegt alles an Queen Titania. Wir lenken die ab, ja, das darf ich. Queen Titania. Ah. Okay, das ist jetzt Cheaten, aber okay. Wir haben es geschafft. Easy. Ach nein, das war gemein. Wir hätten es geschafft, wenn die Magier nicht so nach links gelaufen wären.
Wir hätten die eher reinsetzen müssen, dann wären die denen gefolgt. Aber da kein Gebäude mehr war, sind die dann so nach links gelaufen. Die sind leider nicht so schlau, wie wir es uns wünschen. Also ich habe gehofft, dass sie gerade auslaufen, aber leider nein. Hallo YouTube von Dragon Hunter. Zerstöre den Tesla, Easy 3 Star. Den Tesla? Oh, ist der da in der Mitte? Okay. Geben wir unser Bestes, was in der Klammbuch drin? Nein, okay. Perfekt, das ist Rathaus Level 7. Easy 3 Star. Mal sehen, ob es klappt. Der Tesla. Oh, okay. Als erstes, zack, zack, zack. Nein, da ist keines. Hier ist eins. Ist hier auch ein Tesla drin? Nein. Ist hier irgendwo ein Tesla? Habe ich schon einen Tesla gehört? Oh, da ist ein versteckter Tesla. Okay. Also ich meine, die sind immer versteckt, aber ihr versteht, was ich meine, dass der da so... Also ich habe nicht gedacht, dass er da war, deswegen versteckt. Ja, so, und wir müssen dringend auch bald unsere Giants aufwerten. Ich habe Lust auf diese stärkeren Giants. Dann ist es einem viel einfacher mit dieser Strategie anzugreifen, wenn die stärker sind. Das bringt so unglaublich viel. Es sieht eigentlich relativ wenig aus von den Werten her, die bekommen. Also es... Nicht so unglaublich, aber die sind so viel stärker. Einfach wow. So, wir sind natürlich sehr großzügig mit unseren Zaubern heute hier. Und ich bin mal gespannt, ob Queen Titania das gleich schafft, dass die in die Mitte zum Tesla läuft. Das wäre natürlich amazing. Erstmal abwarten, wo Queen Titania langläuft. Der Name gefällt mir richtig gut. Also das war... Haben wir eine gute Entscheidung getroffen. Also da bin ich sehr froh, dass ihr euch für Queen Titania entschieden habt. Los, lauf in die Mitte. Der Tesla ist schon rausgekommen, ja. Und jetzt müsst ihr nur noch dahin laufen. So, ich spreng schon mal die Mauer auf. Direkt 5 Mauerbrecher. Okay, bam, bam. 2 hätten gereicht. Jetzt, wo laufen die? Oh, die laufen zum Tesla direkt. Oh, einer hat sich sogar noch in die Luft gesprengt. Queen Titania. Ah, die geht erst auf das Dings vom Shit. Aber wenn man jetzt OP Rage Spell Armee alle auf den einzelnen Tesla da. Der Arme, ha? Der hatte auch gerade Panik. Stellt euch mal vor, ihr seid dieser Tesla da. Seht eine Armee von 10.000 Truppen. King wird geraged und no Rage Spell drauf. Gefährlich. So. Ja, hab vergessen zu schreiben, dass du alles in die Mauern setzen sollst. Ach, das wusste ich. Aber. Okay, oh nein, wartet. Dragon Hunter hat gesagt, ich soll alles in die Mauern setzen. Oh, in welche Mauern? In welche Mauern hätte ich das reinsetzen sollen? Schade, wartet. Wir gucken mal. Wartet. Schau mal, in welche Mauern? Ah, da in die Mitte. Ah, ja. Schade, okay. Beim nächsten Mal, ja. Schau mal, was wir noch für Challenges haben. Wir machen natürlich gleich einen Live-Fight, weil wir sind gerade in keiner Liga. Wir müssen wieder in der Liga kommen. Sehr gut, Heaven. Kannst du mich besuchen und bewerten? Okay, komm, machen wir ganz kurz. Sir, yes. Oder yes. Oder yes. Wie auch immer. Wie gesagt, gerade das Level 10 schön mit den Mauern. Also nicht auf Level 10 aufwerten muss man nicht, aber sobald alle Mauern Level 9 sind, ist schon alles gut. Ja, also das sehe ich als gut. Also damit bin ich immer zufrieden. Man muss natürlich nicht so lange wie ich gerade das Level 9 bleiben. Wenn die alle auf 9 sind, ist alles okay. Helden Level 18 und Level 20 ist okay. Könnten ein bisschen höher sein. Ansonsten Verteidigung sieht sehr gut aus. Ich denke, er ist noch ein bisschen frisch, Rathaus Level 10, weil er hier noch ein paar neue Gebäude aufwertet. Aber sieht auf den ersten Blick ziemlich gut aus. Und das Layout sieht sehr interessant aus. Vor allem, weil wir einmal so 2 Außencompartments haben und dann in der Mitte so einen Ring, wo die so einmal im Kreis laufen. Und dann hier die Infernos, die uns die ganze Zeit treffen. Klamburg und Dunkles in der Mitte. Cool, gefällt mir. So, weiter zum nächsten. Ich sehe schon, ich vergesse gleich den Luftjäger zu kaufen. Aber nein, ich denke dran. Beliebter Boy, hallo YouTube, hallo Heaven, kannst du mich besuchen? Bin neu. Viele Grüße an dich. Schau mal ganz kurz. Oh, diese ganzen Loons hier. Rathaus Level 9 ist unser Base Layout, also von meinem Hauptaccount. Ich mag das nach wie vor, auch wenn wir es easy mit Valkyren gerackt haben. Ja, sieht okay aus. Einfach Sachen weiter aufwerten, dann wird es. Ich sehe, er arbeitet an den Mauern, er arbeitet an der Queen, er arbeitet an den Gebäuden, hat viel zu tun, aber sie ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So, weiter mit den Challenges. Heaven versucht, 3 Sterne zu holen. Okay, dann machen wir das mal. Nichts in der Clanbook, danke. So lieb meine Clanmates hier. In meinem anderen Clan immer, nein, wir packen die Clanbook voll.
Heaven, du darfst nicht angreifen, also du darfst nicht einfach angreifen, wir machen dir das Leben schwer. Und ihr so, ja, wir haben nichts drin, du kannst uns ruhig kaputt machen. Danke, na, einfach vielen Dank. Okay, so, ich denke, wir greifen von unten an, ja, wir greifen von unten an. Diese Bombentürme eben, haben die so viel Damage gemacht oder liegt es einfach daran, dass die Giants so low sind oder liegt es einfach daran, dass so viele Gebäude einfach an einem Fleck waren und es einfach ein bisschen zu hart war, also dass zu viel DPS auf uns drauf kam. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es lag, aber wenn ich das so beurteilen darf, nach den Fights bisher, Queen Titania schlägt sich unglaublich gut. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist, also im Vergleich zu Queen Lala, die direkt bei den ersten Fights direkt gedirbt hat, ist Queen Titania mega. Queen Titania richtig Bombe. Ich bin froh, dass wir sie so genannt haben. Vielleicht liegt es an ihrem Namen, dass sie so gut ist und die bekommt so extra Motivation und denkt so, ha, ich bin gut. Oh, wieder Clanbock vergessen. Ich hoffe, die laufen noch richtig. Wir könnten rein theoretisch hier heilen, das machen wir auch direkt. Weil die Giants da ein bisschen... Jedes Mal! Ah, wenn ich meine Clanbock immer vergesse, dann wird die zu schicke ich die zu spät rein, dann läuft die so am Rand lang. Ah. Klar, die Magier machen hier auch wieder gar... Also natürlich töten die, also machen die ein paar Gebäude am Rand da kaputt, aber die sollten schön in die Mitte laufen, damit die da auch gut helfen konnten und so. Queen Titania, sehr gut, wird leider gleich sterben, aber ich meine, sie hat einen guten Job geleistet. Hat sie toll gemacht, hat gut aufgeräumt und so. Vielleicht lobe ich sie auch einfach nur die ganze Zeit. Und eigentlich ist sie voll schlecht. Nein, sie ist gut. Sie ist gut. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit ihr. Rathaus wird gleich fallen. Jetzt haben wir alle Truppen ausgegeben. Dann können wir auch Poison Spell zur Ablenkung. Immer so voll random. So. Ja, Poison Spell auf den Magierturm, damit der Magier, der da drauf ist, abgelenkt wird. Bringt zwar gar nichts, aber man kann es ja hoffen, ne? So, kriegen unsere Magier das noch gebacken? Nein, die werden von dem Bogeturm da geraggt. Shit. Mann, beim nächsten Fight denke ich dran, dass ich Clanbock eher setze, ja? Also, knapp. Knapp. Wir müssen leider aufgeben. Also okay, ich lasse es noch auslaufen. Vielleicht haben wir noch eine Chance, wenn die Ladies das noch racken und der Giant da den Bogeturm. Ja, Giant. Rack. Nice. Oh, wir haben noch eine Chance. Ich meine, da ist noch eine Kanone übrig. Aber ich meine, wenn es ein richtiger Fight wäre, hätten wir auf jeden Fall das ganze Loot gestohlen. Ja. Sieht gut aus. Okay. Also haben wir, oder wir machen noch eine Challenge und machen dann keinen Live-Fight und machen dann einfach nächste Woche wieder einen Live-Fight. Ja, ich denke, das ist okay. Machen wir ein Challenge-Video heute, ja? Dass mein Clan im Vordergrund steht. Okay, ich kann jetzt, glaube ich, abbrechen. So, 90%. Schade, aber war okay. Wenn ich die Magie eher reingesetzt hätte, ich Vollidiot. So, zerstöre deine Base. Ist das jetzt die, die ich hier habe? Mal sehen. Ich will nicht meine Rathaus Level 9er zerstören. Nee. Da sind meine Truppen noch ein bisschen zu schwach für. Muss ich erst aufwerten. Ich bin zu schlecht für dich. Nein. Meine normale Base. Dann gucken wir auf Dragon Hunter nochmal an. Sieht die normale Base aus. Das ist die. Das ist so eine Spinne, hä? Also hier so und da ist so der Kopf irgendwie. Frag mich nicht, was ich mir da vorstelle. Aber ja, es sieht ein bisschen an einer Spinne aus. Oder ein Käfer. Oder was auch immer. Zickzack-Base. So, greifen wir ihn noch an. Und dann kaufen wir gleich die Sachen beziehungsweise werten das eine Lager auf. Ich glaube, ich habe überlegt, dunkle Bohrer aufwerten, damit wir schnell Dunkles bekommen für die Queen. Weil Queen Titania Level 2 werden will. Aber ich denke, die Armeelager sind erstmal wichtiger für mich. Die Base ist gar nicht so übel gebaut, weil da vorne sind ganz viele Sprungfallen. Da werden gleich die Giants sehr wahrscheinlich rausgeworfen. Jetzt mal so ein bisschen Randgebäude aufräumen. Giants, fliegt nicht bitte alle raus. Giants, fliegt nicht alle raus. So, Mauerbrecher. So, und jetzt kommen da die Sprungfallen. Ich sehe bisher noch keine Sprungfallen. Okay, jetzt habe ich irgendwo Sprungfallen gehört, nicht gesehen, da sind Sprungfallen. Magier kommen diesmal eher. Ich mache ein Healspell so in der Mitte, damit die da schön beide reinlaufen. Perfekt. Läuft gut bisher. Und die Magier laufen diesmal auch richtig, ha? Ja. So, und jetzt rage ich hier einmal. Armee in der Mitte. Passt. Diesmal passt es. Sehr gut. Ich sehe meinen King gerade nicht. Ah, der ist außen lang gelaufen, der Trottel. Naja, wenn er will, dann hat er Pech gehabt. Okay, Queen Titania schön in der Mitte, räumt gut auf.
Ich meine, die ist Level 1, sie kann leider noch nicht so viel. Aber dafür, dass sie noch so low ist, schlägt sie sich sehr gut. Also ich bin erstaunt, wie schlau sie ist. Also die macht die richtigen Sachen. Im Gegensatz zu Queen Lala, die damals... Die ist, wenn ihr euch an die ersten Folgen erinnert, ich habe es noch so schwach in Erinnerung, aber ich weiß, wir haben uns von der ersten Minute ab, ich habe mich wahnsinnig über sie gefreut, aber ich habe mich direkt auch aufgeregt. So, ach Queen, wo läufst du lang? Wieso machst du die Mauer kaputt? Und Queen Titania einfach so, GG easy, MLG Pro, 360 No Scope HD. Ja, das ist meine Queen Titania. So, letzter, immer der Tesla als letztes heute, ja? Nice. Okay. So, viele Grüße an alle im Chat. Ich würde sagen, wir werten jetzt Dingsbums auf und wir kaufen den Luftfeger und dann bauen wir nächste Woche eine Base. So, nächstes Armeelager auf Level 7 in 3, 2, 1. Bam! Perfekt. Und wir kaufen natürlich auch meinen geliebten Luftfeger. Luftfeger ist bei mir in 3, 2, 1, bam. Ach, dieses Mistding. Okay, der braucht doch nur einen Tag. Perfekt. Okay, so. Wir haben noch 1 Million Gold übrig, aber na, wir haben keinen Bauarbeiter übrig. GG. X-Bau, Elix-Lager, Luftabwehr, Luftfeger, Armee. Okay. Gut, können wir nichts mehr mit dem Gold anstellen, aber egal. Haben wir hier was drin? Nö, okay. So, dann würde ich sagen... Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich habe gehört, wenn ihr diesem Video ein Like gebt, dann ist eure Queen genauso schlau und genauso hübsch und genauso toll wie meine Queen Titania. So, ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.